Hier meine Weblines. Willkommen zu Dead by Daylight und zum 33. Teil meiner Reihe der geschickten Überlebenden. Heute ist Rebecca Chambers dran mit ihren drei eigenen Perks. Das wären Besser als neu, Hyperfokus und Bestärkung. Mit Bestärkung kann ich, wenn ein Überlebender am Haken hängt und ich 6 Meter von diesem entfernt bin, kann ich eine Taste drücken und der Timer von dem Hakenfortschritt ist für 30 Sekunden passiert. Das kann ich sowohl für die erste Hakenphase machen, als auch für die zweite. Damit kann man dann vielleicht, wenn der Killer so sich noch in der Nähe aufhält, eben so ein bisschen gucken, dass man erstmal den Timer stoppt und dann ein bisschen später rettet. Genau. Dann mit Hyperfokus. Wenn ich einen großartigen Fähigkeitscheck treffe beim Reparieren oder Heilen, bekomme ich einen Zähler von insgesamt 6. Und jeder Zähler erhöht die Chance auf einen Fähigkeitscheck um 4% und die Geschwindigkeit des Checkzeigers auch um 4% und den Bonusfortschritt bei großartigen Checks dann um 30% des Basiswerts. Da muss man gucken, was hinkriegt. Manchmal treffe ich die großartigen, manchmal aber auch nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur einen normalen Skillcheck treffe oder ich abrupt irgendwie die Aktion beenden muss, dann verliere ich alle Zähler, also wirklich alle. Nicht nur einen, sondern alle. Dann besser als neu. Wenn ich einen anderen Überlebenden geheilt habe, dann hat der andere für... haben sie so lange einen Bonus von 16% auf Heilen, Öffnen von Truhen, Zerstören und Segnen von Totems, bis sie wieder einen Gesundheitsstatus verlieren. Genau, das sind ihre Perks. Wir suchen eine Runde und wir sehen uns gleich. So, und das sind wir im Tempel der Reinigung. Mal kurz orientieren, wo ich hier bin. Das ist der Ritter, der hat mich gesehen. Nee, hat er mich nicht. Ich stand noch vorne in seinem Sichtfeld, oder nicht? Ich geh mal da weg. Ich hatte gerade schon wieder ein bisschen zu spät auf Aufnahme gedrückt, kommt davon, wenn man einmal nicht guckt, ne? So, geh ich jetzt mal hier hin. Die eine Mac wird gejagt, würde ich sagen. Okay, weggequabbelt. Ich bleib jetzt einfach mal kurz hier und gucke, was passiert. So, jetzt habe ich einen großartigen getroffen. Jetzt müsste ich... Ja, durchgehend großartige Treffen, aber das ist echt. Kann man natürlich in Kombination mit anderen. Jetzt hat er auch noch Ruin. Ist hier keine Palette? Da ist eine Palette. Oh Gott, ich renne jetzt. Okay, da habe ich jetzt falsch gerannt. Wow. Gott, nein, lass mich bitte. Okay, ist schon. Okay. Ja, ich habe auch mein Medikit dabei, das habt ihr ja, glaube ich, schon vorhin gesehen. Einfach damit ich wirklich selber heilen kann. Okay, die Mac ist auch an einem Generator, der sehr weit ist. Oh, Ruin ist jetzt echt nervig, ne, gerade mit dem Ritter. Ich würde gerne das Totem suchen, aber wir müssen halt auch Dance machen, ne? Hey, dieser Struggle! Ich guck mal, ob es hier irgendwo ist. Okay, die Mac hat den einen Chen durchbekommen, sehr schön. Da ist es. Wenn es Ruin ist. Ich
habe aber nicht mitbekommen, dass er ein Sterblich hat. Ja, das war doch eben. Perfekt. Dann ist das auch schon mal aus dem Spiel. Jetzt weiß ich nicht, gejagt wird gerade keiner, oder? Okay, da wird schon gerettet. Dann gehe ich wieder hier hin. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der andere Challenge fertig wurde. Fleißig durch, das ist sehr schön. Mal gucken, ich versuche mal ein bisschen anzutäuschen. Hat geklappt. Das hat gut funktioniert. Oh nein, 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 nein. Oh, schade. Okay. War doch ein Haken hinter mir. Da hat er doch gleich lag und hab ganz schön nicht mitbekommen. So, da ist man da seinen Wächter gesetzt. Jetzt geht er in den Tempel rein. Dann ziehen hinten fleißig durch. Hat immer noch leicht Herzschlag, deswegen gehe ich hier langsam weg, um keine Kratzspuren zu machen. Okay, es geht dann weg nach. Dann mache ich hier schnell meine Heilung. Dann sind gleich fertig mit dem Chen. Ist dann hier eigentlich noch ein Chen? Wahrscheinlich nur der im Tempel unten, ne? Aber der Chen ist fertig, der da hinten ist fertig, da hinten ist zwar. Ich glaube, da hat den Tempel-Chen hier jetzt gerade im Blick, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja, der bewacht ihn jetzt so ein bisschen. Ich glaube, da hinten der Chen war doch noch, oder? Ja, da wo die Mac gerade ist. Der wird jetzt bestimmt gleich seinen Wächter setzen. Da ist der Wächter. Frage wird, hat er den Mac nicht gesehen? Also man sieht, dass er nicht gejagt wird, also noch nicht. Jetzt ist er weg. Hi Mac. Okay, jetzt wird die Chill gejagt. Ich habe in der Runde eigentlich nur den Chen in der Schick so ein bisschen angepasst, ne? Okay, die Kate ist auch an einem anderen Chen, also er muss schon sehr gucken, was er jetzt macht. Aber er jagt die Chill weiter. Vielleicht kriegt man den ja durch. Wenn wir den durchhaben, gucke ich noch kurz nach dem Totem da hinten, nicht dass er da Maul oder so hat. Ich weiß nicht, ob er mit Geldladen spielt, aber jetzt ist es ganz durch. Okay, schade. Erbarmungsstuhl, lapp.
Erbarmungsloser Sturm hat er also auch noch. Das Gute ist, bei erbarmungslosen Sturm an diesem Chant triggert das jetzt erstmal nicht mehr. Deswegen mache ich den jetzt fix fertig. In der Hoffnung, den Mac, ich weiß, der Mac ist halt Adrenalin. Ist hier nicht, aber dafür die Chill. Na gut. Oh, da ist ein Ausgang und da ist ein Totem, aber da ist kein... Da leuchtet nicht. Jetzt sehe ich wieder wegen der Sonne gerade fast nichts. Er hat auch kein Ausweg. Okay, die Chill ist am anderen Tor. Ich weiß jetzt nicht, ziehe ich auf oder nicht. Nee, das ziehe ich auf. Ich meine, das eine Tor ist hier, das andere ist... Boah, Sonne, ich sehe nichts. Ich sehe gerade echt nichts. Ist das Tor direkt dahinter oder wo ist das? Keine Sorge, ich gehe nicht retten, ich will nur Bestärkung einsetzen. Bisschen Zeit verschaffen. Ich sehe halt nichts. Ich sehe gerade echt nichts wegen der Sonne, ne? Ich sehe nichts. Okay, schade. Okay, die anderen rennen jetzt. Okay, dann ist das Tor da hinten. Nein, sich. So, dann haben wir da ein Tor und da drüben das Tor. Oh, diese Sonne. Ich muss mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. Fertig geheilt. Okay, jetzt haben wir da aufgezogen. Ist ja auch gar nicht jetzt so verkehrt. Die eine läuft ganz offen rum. Es ist halt nur die Frage, schaffe ich es dann auch bis nach ganz da hinten? Das ist halt auch die Frage, die sich nicht stellt. Der Assistent rennt hier halt noch rum. Er hat die Mac gesehen. Eure Chance, Leute. Oh Gott. Es wird schwierig, schwierig. Ihr müsst auf meinen Timer achten. Ja, jetzt steht er da. Oh. Oh, okay. Shit. Oh, oh, nein, nein, nein. Das ist schief gelaufen. Ja, schade. Ich sterbe jetzt hier. Ich meine, sie haben es versucht, ne? Muss man den schon lassen. Es ist dabei. Weil nämlich nicht gerade immer selbstverständlich. Sie haben es versucht. Schade. Sie haben es echt versucht. Es war keiner der pünktlich, aber ja. Man kann nicht alles haben, ne? Oh nice, sie hat es geschafft, sehr schön. Oh cool. So chillen wir draußen mit ihr. Aber ich glaube, sie ist safe. Sie möchte sich höchstens vielleicht nochmal schlagen lassen. Und dann ins Haus gehen. Okay, ne, die Kinder, da kehrt her. Ah, verdammt. Aber sie hing ja auch noch gar nicht, also... Hat die Meckenschlüssel... Schlüssel sage ich schon. Taschenlampe dachte ich. Ja, jetzt müssen sie sich erstmal wieder finden und sich heilen, weil. Ja, ich hätte gerade mal nicht zu, wie sie Kreise dreht. Sie versucht, den Faden zu springen. Schade.
Leute, ihr habt kaum noch Zeit. Du hast keine Zeit mehr, Mac. Vor allem nicht, dich zu heilen. Oh, Mac. Ich an deiner Stelle würde rausgehen, so leid es mir um den Teammate auch tut. Dann ist es wenigstens ein Unentschieden. Mac, was tust du? Suchst du das? Hä? Warum geht die denn jetzt da hinten hin? Okay, muss ich nicht verstehen. Ja doch. Okay, nee, verstehe ich jetzt nicht. Egal. Guck mal, was hatte der Killer denn alles dabei? Sackgasse, okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ruinen. Hatte doch Geißlaken. Auch nicht mitbekommen. Wunderbar, muchloser Sturm. Ja, das habe ich jetzt zum Ende hingekriegt. Na gut, schade, kein Adept für Rebecca, aber sei es drum. War doch eine coole Runde, denke ich, oder? Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!